Jetzt wird Sevim, auch von ODAK, eine Rede halten, aber wir müssen das eigentlich korrekt so sagen, also aus Solidarität. Sevim wird eine Rede, die Nevroz Duman geschrieben hat und in der Freitag veröffentlicht wurde, vorlesen, vortragen. Ich grüße euch alle, die an den Gedenkveranstaltungen teilnehmen. In der Nacht des 19. Februar 2020 wurden uns 9 Menschen geraubt. Der Raub hörte damit nicht auf. Die Angehörigen und Betroffenen verfügen nicht über die Möglichkeit, sich der Trauer hinzugeben. Trauer ist ein Privileg, das ihnen nicht zugestanden, nicht ermöglicht wird. Weißt du, Vorbedingung der Trauer als Prozess der Verarbeitung des Schmerzes auch Aufklärung, Wahrheit und Gerechtigkeit gehören. Sie sind in Hanau abwesend. Warum wurden die vorherigen Bedrohungen im Stadtteil Kesselstadt von der Polizei nicht ernst genommen? Warum wurde kein einziger Notruf bei der Polizei der Willi Viorel Paun ernst tätig, als er der Täter verfolgte, entgegengenommen? Warum besaß der Täter einen Waffenschein, auch nachdem er bei der Generalbundesanwaltschaft und der Hanauer Staatsanwaltschaft im November 2019 eine Anzeige stellte, die sich mit seinem rassistischen Manifest teils deckte? Und obwohl er 2 Wochen vor der Tat seine gewalttätigen Ansichten auf seine Webseite öffentlich machte. Warum stellt sich trotz alledem Innenminister Peter Beuth Wiesbadener Landtag so hin, als ob die Behörden alles richtig gemacht hätten? Auch das ist eine Verlängerung des Schmerzes. Auch das ist eine Fortsetzung des Raubes. Ist es die angelernte Unfähigkeit, eigene Fehler einzugestehen, die selbstherrliche Arroganz angesichts vermuteter Unfehlbarkeit oder schlichtweg struktureller Rassismus, der in den Staatsapparaten dazu führt, dass Betroffene alleingelassen werden, ihnen nicht zugehört wird? Stattdessen müssen wir von ganz unten die Dinge selbst in die Hand nehmen. In unmittelbarer Nähe des Geschehens haben wir einen Raum des Begegnung, des Austauschs, des Gemeinsamen geschaffen. 140 Quadratmeter gegen das Vergessen. Hier können die Familien sprechen, hier hören wir zu, hier werden sie ernst genommen. Hier sind wir anwesend, immer und egal wobei. Nicht erst seit Hanau machen Betroffene rassistische Gewalt die ebenfalls gewalttätige Erfahrung, dass sich in diesem Land nicht bewegt, wenn sie sich nicht selbst bewegen. Weil wir in der Fortsetzung gefangen sind, sagen die Angehörigen. Wir müssen uns noch mehr verausgaben, damit sich endlich etwas ändert. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass die Familien in eine Lage der Desinformation und des Nichtwissens versetzt worden sind. Sie müssen sich aufklären, selbst erkämpfen. Wie lange wird sich diese Behördenversagen noch fortsetzen? Ausgehend von unserem Raum des Gemeinsamen wurde Gespräche mit allen politischen Ebenen geführt. Wurde Druck auf das LKA, das BKA, den Generalbundesanwalt ausgeübt? Wurde eine kleine Anfrage im Hessischen Landtag und eine im Bundestag eingebracht? Wenn sich etwas tut, dann weil wir dafür sorgen, dass sich etwas tut. Dabei tut sich auch etwas auf, das Kraft und Mut gibt, weiterzumachen. Plötzlich sind alle Angehörigen präsent und sprechen in der Öffentlichkeit. Sie tun es gemeinsam, weil sie daran glauben, dass wenn überhaupt, sie nur zusammen etwas bewirken können. Das ist unsere Form der Verarbeitung, unsere Form der Wut, unser Kampf um Würde.
die uns von den Behörden, Parteien und Rassistinnen geraubt wird. Dafür zu sorgen, dass alle, die versagt haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Ein halbes Jahr ist es nun her. Unzählige Menschen stehen vor den Scherben ihres Lebens, in dem ihnen ihre Liebsten genommen wurden. Es sind auch 182 Tage, an denen die zuständigen Stellen etwas hätten besser machen können. Stattdessen wurden auch in der Hanau Überlebende und Verletzte Racial Profiling wie rassistische Täter-Opfer-Umkehr ausgesetzt und die Angehörigen in einem Wust aus Anträgen und Ämtergängen zu Bittstellerinnen degradiert. Für die einen möge es nur Details sein, die schiefgelaufen sind. Für die anderen gibt es aus der Summe der Teile ein großes Ganzes, das ein unerträgliches, unverzeihliches Verbrechen ist. Für die einen wird der 19. Februar zu einem weiteren Gedenktag. Für die anderen ist seitdem jede einzelne Sekunde ein bis in die Ewigkeit verlängerter Schmerz. Eine Fortsetzung des Rassismus, der Ungerechtigkeit, des Raubes. Dennoch, hier waren wir, hier sind wir, hier werden wir bleiben. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale, das ist der Plan. Wegen Farbe der Haut. Man kann alles schaffen, wenn man an sich glaubt. Lass dich nicht spalten, uns zusammenhalten. Unser Weg zusammengehen, in der bunten Zukunft sehen. Nur in der Gemeinschaft.